Hallo mal wieder. Heute geht's um die direkte Verbindung zwischen Magnetismus, Elektrizität und Pflanzenwachstum, wenn man es mal so ausdrücken. Die Uhrzeitcode-Versuche habt ihr ja schon ein bisschen mitbekommen. Und jetzt geht's weiter. Und zwar seht ihr doch diesen Farn hier, ne? Den habe ich jetzt seit 2009 hier in diesem Terrarium drin. Und seitdem hat er immer solche Blätter hier rausgebracht, ne? So ganz normal. Ja, und vor einem Jahr ungefähr habe ich dann die Maschine hier dahingestellt, ne, wo hier ein Haufen Magnete drauf sind. Mal gucken, ob wir es anschmeißen können. Ja, und dann drehen sich die Magnete hier immer schön hin und her, ne? Das sind ziemlich starke Neodym-Magnete. Und vor kurzem ist mir dann aufgefallen, dass die neuesten Blätter von diesem Pflänzchen nun auf einmal so hier aussehen. Das Fraktal in seiner schönsten Art und Weise. Ich habe das einer Freundin gezeigt und die ist ganz erschrocken zurückgegangen, hat gemeint, was hast du denn gemacht? Hast du das radioaktiv verstrahlt hier? Ne, so wie sie das gesagt hat, kennt sie das aus Fernsehberichten von radioaktiv verstrahlten Pflanzen, was weiß ich woher, ob Tschernobyl oder sonst woher. Tja, ja, jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob das normal ist bei diesem Farn oder ob jetzt diese Magnetfelder hier unten wirklich irgendwas damit zu tun haben. Ne? Das pulst hier unten in den Wurzelstock hinein, so ungefähr. Und ja, das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wären auch unsere Joule-Tieflampen. Da bin ich immer noch mal gespannt, was die für ein Frequenzspektrum rausgeben. Ja, tja, da könnt ihr ja auch mal ein paar Tests zu Hause machen. Ne? Einfach mal so einen Bedini-Motor mit Magneten bestücken und mal eine Zeit lang neben einer Pflanze laufen lassen. Ja, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber tja, Sicherheit sollte halt schon vorgehen. Ne? Also müssen wir ein bisschen beobachten, ob das hier normal ist.